da und ich bin jetzt sogar wach, auch wenn ich dafür heute ewig lange gebraucht habe, Leute. Ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich es geschafft habe, meinen Kaffee heute Morgen zu trinken, beziehungsweise zu machen. So, jetzt darfst du. Mach mal. Du kannst gerne, bitte. Üb schon mal. Wofür üben? Ja, kannst du nächstes Mal hier, dann... Hi, dann, die Sonne kommt. Ich wollte gerade sagen, dann chill ich mal und bitte. Okay, also, ihr Lieben, wir sind heute auf einer Mädelstour. Mädelsday! Machen so richtig Mädchensachen, so richtig ekelhafte Mädchensachen. Schminken? Wie shoppen. Achso, ich wollte schon sagen, schminken. Ich bin froh, dass ich die Wimperntusche drauf kriege. Ja, die habe ich auch drauf. Ja. Decathlon, sag ich das nur. Sind unsere Mädchensachen, genau. Genau. Wir gehen für Mädchenshoppen nach Decathlon. Da sagen andere, hä, was wollt ihr denn da? Ja, aber das ist für mich mein Spielzeugparadies. Genau das ist der gefährlichste Laden. Ach Leute, herzlich willkommen erstmal zu unserem neuen Video. Ich mache jetzt mal zu unserem, weil ich ja jetzt hier Kombi. Das Ding ist, eigentlich wären wir heute Morgen schön in einer Hütte erwacht im Schnee. Naja, vielleicht auch nicht. Doch, wir wären im Schnee erwacht. Ja, wir hatten einen Overnighter geplant. Ding ist, es wäre ihre Premiere so outdoor mit Schutzhütte gewesen. Und da in der Kälte, letzte Woche noch im T-Shirt rumgelaufen, jetzt hast du Winterjacke an, muss man fürs erste Mal vielleicht nicht ums Überleben kämpfen, sondern das soll in schöner Erinnerung bleiben. Also haben wir das kurzfristig verschoben, wirklich einen Tag. Ja. Nee, am selben Tag haben wir noch gesagt, gestern machen wir nicht. Neue Datum steht auch im Endeffekt schon, bleibt aber erstmal noch. Richtig. Ne? Dann hatten wir eigentlich gedacht, wir machen heute eine große Tour, hatten Hagen und Co. in Erinnerung auf dem Schirm. Heute ist alles doof, wir haben keinen Bock gehabt. Deswegen ist kurzfristig hier shoppen, Mädelstag. Wir gucken mal, was wir so treiben. Und ihr müsst da jetzt durch, wir nehmen euch nämlich mit. Genau. So. Der ist etwas kleiner als dein. Ja. Oh, Freunde. Ich vergaß, wir haben Samstag. Den siehst du da oben. Ist nicht so. Nein. Dann können wir. Ah. Ich gucke jetzt gerade nach. Wir können ja auch quietschpink nehmen und ein Blümchen hier. Yeah. Der ist ja auch zu Oll. Ah, das wird schwierig. Also bei Rucksäcken, das ist so eine Sache. Obwohl mein jetziger ist auch hässlich, ne? Und? Genau, das ist nicht so. Außerdem bin ich grün. Ich meine, das passt direkt zu meiner Wanderhose, ne? Ja. Aber irgendwie ist mir der zu. Nee. Ist es nicht, ne? Der schreit nicht kam. Bam, du hast es. Überzeugt? Heute nicht. Sorry, aber... Ist richtig. Der schreit nicht. Es tut mir leid. Du bist nicht hässlich, aber auch nicht... Der ist leise. Du musst Montag wieder arbeiten. Eigentlich nicht umfallen, oder? Ja, aber wenn ich richtig drauf hau... So, oh, jetzt krieg ich aber gleich hin. Oh, so Alex. Und okay. Ich habe noch niemals mal richtig fest aufgehauen. Warte. Okay, jetzt bin ich fest. Ja, hau jetzt mal hier gegen. Das tut weh. Hau jetzt mal hier gegen. Er ist tot, ich hab ihn umgelegt. Also da ist ringfrei zur Runde. Der ist besser. Warte. Das ist viel zu lieblich. Aber Moment, du kannst doch nicht machen. So, wen darf ich jetzt mal die Fresse polieren? Mir nicht. Ach komm. Ich habe eh nichts in der Arme. Aha, ich komme gar nicht rein. Der bewegt sich kein Stück. Ja, ich weiß, das ist so was. Die ist auch schön. Fühlt sich gut an. Die Hose. So, ich gehe stylisch in diesen Sommer, Leute. Bitte. Das ist ja ein Fashion Model. So.
Erwischen die Influencer immer so, ne? Oh, ich muss den Bauch einziehen. Und wie sieht's bei dir aus? Ich komme jetzt gleich rüber. Ich finde mich ziemlich geil. Ne? Ja, weil man sieht jetzt mehr die Tasche. Soll man ja auch. Die versteckt den Bauch, das ist praktisch. Ja, guck mal, ich werde schon bestellt. Und? Sehe ich so gut aus? Also mit der Käppli so auf dem Kopf, das sieht perfekt. Hausverbot hier. Ich finde mich so geil. Und du hast die Leggings jetzt? Die Leggings habe ich, die probiere ich gar nicht erst an. Ach so. Okay. Passt doch so. Das weiß ich. Sehr gut. So, ich trenne mich ungern von diesen Outfits. Mein Gott, da sieht man erstmal, was man für. Ach du Scheiße. Wir haben es nach knapp 2 Stunden rausgeschafft und guckst du, ich habe endlich einen neuen Mammutmarsch-Rucksack, den ich noch testen muss. Also ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob ich den empfehlen würde. Auf jeden Fall mein Alter, der hat schon ein wenig ausgedient, ist auch defekt. Gut, für Heimtouren reicht es noch, aber der ist jetzt mein neuer an meiner Seite. Schöne Grüße an deinen Dad. Ich hab's nachgekauft. Wir haben jetzt alle 3 denselben Hut. Die Bushcraft-Hüte. Ja, Sonnenschutz. Boah, das ist der schlimmste Laden, ehrlich. Man kann uns sonst wo reinstecken. Ich die schönsten liebe Klamotten. Diesen Laden. Genau. Decathlon ist unser Tod. Oh, ich hätte da kaufen können. Es tut mir leid, es wird heute nicht ein schönes Tourenvideo, eher das chaotische Bummelverhalten von 2 durchgeknallten Miezen. Aber Freunde, wir haben die Uhren einfach mal laufen lassen, auch im Decathlon. Wir sind jetzt bei Kilometer 11. Da siehst du mal, wie groß so ein Decathlon sein kann. 2 Stunden Decathlon. Und der Weg dahin sind 4, knapp 4. Ja gut, komm, das geht, das hört sich gar nicht, mehr so schlimm an. Jetzt geht's auf in die City. Ja, ein bisschen in den Meierschen stöbern und healthy Abendessen, Mittagessen bei Nährstoffreich. Ja. Da gibt es so healthy, fancy Bowls. Ach, ist wieder Englisch gewesen. Egal. Das sind gesunde, vitaminreiche Schüsseln mit Salat. So, auf Deutsch. Ja. In warm. Mit Blumenkohl und so. Das ist sexy. Also ist der neueste Schrei. Das ist nicht. Lalala. Die nächste Stelle zum Unsichermachen, Bochum Innenstadt, aber hier ist nicht viel. Also mittlerweile viele 1-Euro-Läden, Handyläden ohne Ende. Flackernde Lichter vor dem Schaufenster, siehst du was? Ja. Geil, ne? Wir machen jetzt Meiersche unsicher. Meiersche ist auch schon ein gefährlicher Laden. Genau, Meiersche ist auch was für uns. Man merkt, wir werden richtig alt, ne? Sportsachen und Lesen. Okay, komm. Wir verunsichern hier die Menschheit. Passiert schon mal. Ich hab der wohlsam schlafen, Räucherduftset. Oh ja. Aber warte mal. Ja. Ich bin dann das Faultier, was da drauf ist. Nein, du bist mein BH. Eine wahre. Ah, jetzt lese ich erst. Ja, ja, das stimmt. Oh, ich bin noch romantisch. Warum ist das denn jetzt her? Ja. Aber das hier sieht interessant aus. Wie wir uns glücklich gehen. Natur erleben mit 52 Inspirationen für 52 Wochen gesund bleiben. Ey, Leute, cool, sehr toll. Beim Spazieren müssen wir jetzt zwischendurch mal springen. Und flanieren in der Stadt trainiert das Gehirn. Ey, dann gehen wir ganz schön schlau nach Hause heute. Ja. Okay. Happy Bones. Ach, das ist schon wieder Englisch, das geht nicht, ne?
Aber das ist der billig. Buchtitel. Ja. Dann ist das ein billiger Buchtitel. Knochen sagen. Ja, aber ich habe den Buchtitel vorgelesen. Ja, schon? Scheiße. Ich kann doch auch nichts dafür. Gelenke? Mein Lieber. Oh, schon sage ich dazu. Den müssen wir uns mal... Den wollen wir mal besuchen. Genau. Ich weiß, wo seine Praxis ist. So, Herr Dr. Manke, falls du dieses Video siehst, rüste dich. Wir kommen im Doppelpack. Inspiriert von den ganzen healthy, gesunden Büchern von der Meyerschen, gehen wir jetzt zu Nährstoffreich und essen was, ne? Ja. Und außerdem, falls ihr euch wundert, was wir da die ganze Zeit machen. Wir suchen einen Kneteball. Wir hatten bei der Meyerschen ein so ein Nackenkissen, das war ein Material, da habe ich gesagt, ich könnte jetzt 10 Stunden nur kneten. Formbehaltend irgendwie, ja. So war suchen, das. Suchen wir sowas, ist aber schwierig. Weil und das als kleinen Ball, so ja. Zum, wenn man nervös ist oder so, wo man drauf rumkneten kann, das wär's. Ja, das beruhigt. Ich würde den glatt mit zur Arbeit nehmen. Wenn dann einer nervt, dann muss ich vorher Zielwasser trinken, dann kriegt er den vom Kopf. Nee, er kann sie nicht werfen, muss doch kneten. Ich, ja, ich knete, aber wenn er mich zu sehr spannend. Ärgert, kann ich dann bitte auch werfen. Auf jeden Fall Kneteball. Kneten wir jetzt gerade alles, was uns entgegenkommt. Guck mal, das sieht auch weich aus, aber das ist zu groß. Nomi, geili. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wir haben eine neue Karte zum Teil. Oh. Aber das da oben ist schon wieder Mess mit dem Edamam. Ich bin ja, seitdem ich hier esse, bin ich auf Edamam. Ja, ich finde schon den Brokkoli hier schon wieder lecker. Ich freue mich auf Brokkoli, was ist denn hier kaputt? So, hier ist das Takeaway, wir müssen eine Tür weiter. Da habe ich mich mit damals vertan. Aber da kann man schon mal gucken. Nein. So, komisch, dass da die Dressings auf einmal leer sind. Und Leute, komm, ich mach schon mal Platz. Oh ja, wir machen schon mal Platz, dann möchte jemand rein. Boah, wir können auch jetzt da runter gehen. Oh, hier Forever Beauty. Vielleicht werde ich jetzt mal schön. Und ich bleib der Pamela treu und mach den Outshine-Kick. Also vor lauter Healthiness wissen wir heute Abend gar nicht, wohin mit unseren ganzen Vitaminen. Und eine Glasbrille, die ist wiederverwendbar. Ja, ja, Glas ist ja, das ist ja alles da. Bio, Öko, wie mein Vater sagte, oh, wo filme ich denn hin? Warte mal, nochmal. Sorry, wir haben die Hände voll. Also meine Eltern würden jetzt wieder sagen, ich und so ein Ökoladen. Das ist geil, Leute. Also ich bin Fan von dem. Wow. Hört sich gut an. Auf jeden Fall war unser Essen auch richtig mega geil. Wow, ja, kirschig. Ja, meins wird wahrscheinlich eher Experiment sein, weil bei mir ist Acai drin. Und? Da, dann testest du den. Wir nehmen jetzt einfach den Tisch von dem Dönermann. Der mag das bestimmt total gerne. Prost auf dich. Oh, der riecht bananig, der riecht nach Kiba. Mm. Oh, Hammer. Das schmeckt schon so herzig. Sorry, wir werden gerade von einem Dönermann beobachtet.
Der ist geiler. Ich wollte sagen, der ist sogar meiner geiler, obwohl ich das nicht vermutet hätte. Sorry. Soll ich mal den Deckel drauf tun wieder? Okay, wir haben auf jeden Fall eine Neigung nach innen. Okay. Ich müsste da gleich mal so dahinter. Oh, ich störe wieder. Entschuldigung. Nein, alles gut, so nicht, dass du dich wundern, warum ich einfach umgehe. Ich habe auch alles gut. Schauen wir mal. Ja. Das ist ein erstes Anzeichen. Ja, so sieht es bei mir auch aus. Ist bei mir auch. Dann einmal so auf ein Bein und dann einmal hier. Genau, und dasselbe auf einmal. Das ist ja auch noch hier, das ist, sind die Smoothies, die so, haben jetzt hier. Machen die Kollegen ganz für sich. Sehr schön, den hat er. Ups, da ist was schief gelaufen. Du bist der Rechtsfußlegastheniker. So, wenn ich runterkomme, sehr gut. Wenn du jetzt noch einmal mit links und rechts, dann rechts. Ja. Das ist ja geil. Autsch. Na, also das ist im Grunde jetzt. Ich mache das jetzt nochmal auf Start. Das ist jetzt einmal ihr Abbauverhalten. Okay. Und das Positive daran ist, dass das alles noch hier in diesen Innenbereich geht. Ne? Ja. Also dass es nicht außerhalb ist. Aber es ist halt die Tendenz da, dass sie bleibt davon. Mega, eine ganz nette Dame, die ist gerade bei Alex mal so eine Fuß- und Krummbeine-Analyse gemacht hat. Genau. Ja, finde ich gut. Wenn ich viel Kohle habe, dann mache ich das auch mal. Kann noch dauern, aber ich sage, ich brauche auch auf jeden Fall Laufschuhe. Ja, das Schöne ist, weil ich diesen Monat schon sparsam war. Ja, ich finde das geil. Können wir empfehlen. Wir sind jetzt bei Intersport, ne? Intersport ja. In Bochum. Genau. Gut. So, ich trinke. Ach nee, ich kann nicht trinken. Ich habe Mundschutz auf. Was willst du? Smoothie wartet, aber müssen wir draußen machen. Ja, hinter dir. Bin mal gespannt. Ja, ich kann es nicht wegen. Ne? Ein bisschen Anstand haben wir ja noch. Ein bisschen. Ja, wo ich dann bei Decathlon ein bisschen was eingekauft hat, hat Alex jetzt sich neue Schuhe und Einlagen geholt und Socken. Aber ich muss sagen, Boss. Die Dame. Be your own boss, genau. Ich muss sagen, die Dame, die hat uns jetzt so super beraten, so nett. Ich habe auch direkt die Visitenkarte eingesackt. Zu der möchte ich auch auf jeden Fall, wenn ich mal wieder neue Schuhe brauche. So, jetzt haben wir noch ein paar Kilometer nach Hause und wir machen heute eigentlich wieder alles, was wir nicht geplant haben. Ja. Aber es ist geil. Komm. Obwohl, warte mal, wir haben gesagt Shoppingtour, ne? Bummeln. Bummeln. Ohne Geld. Nein, bis Shopping. Ja, haben wir wieder falsch verstanden. Ja, Frauen halt. Ah. Und zack, bin ich wieder alleine zu Hause. Wir haben wieder vor lauter Chaos die Verabschiedung vergessen. Fing dann auch noch an zu regnen. Wir hatten auch zwischendurch richtig Hagelschauer. Deswegen war die Kamera dann in der Tasche und aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, verzeiht dieses chaotische Video, aber so sieht das aus, wenn wir beiden auf Tour sind. Mädelstag halt, ne? Aber es passt jetzt, kann ich mich verabschieden. Und es kam auch direkt ein Paket. Kann ich das direkt mitnehmen? Oh, ich bin gerade wieder irritiert, da ist ein Vogel im Häuschen gelandet. Moment, ich darf mich gerade nicht bewegen. So, ich muss mich für ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bedanken. Geil, geil, geil. Oh, der Sommer kann kommen. Ich freue mich aufs Sammeln, denn ich habe jetzt einen Futterbeutel. Wenn sich jemand fragt, was ist das? Das ist so ein neckisches Täschchen, was man auseinanderfalten kann. Mein Magen knurrt. Kann nicht sein. So. Kann man an den Gürtel schnallen, am Gürtel befestigen. Und man kann da drin sammeln. Ist echt süß gemacht, hier auch mit den Blättern. Und zwar ist das für mich, wenn ich meinen Kienspan sammle, oder irgendwelche Hölzchen. Ich schmeiße das immer alles so in meinen Rucksack und der sieht wirklich aus wie Sau. Also deswegen habe ich auch einen neuen Rucksack geholt. Der rote, der ist nicht nur kaputt, der hat wirklich
so viele Löcher von innen, dadurch, dass ich da ständig alles reinschmeiße, was ich sammle. So Kleinkram, der dann an der Wand scheuert. Im Sommer auch Beeren. Ich habe letztes Jahr ja so viele Brombeeren gesammelt. Dafür ist das Säckchen. Ich finde das praktisch und ich finde es süß und ich stehe auf sowas, ne? Dafür geht ein dickes, fettes Danke an Peter. Ich sage jetzt nur deinen Vornamen. Peter hat auch eine Grußbotschaft hinterlassen. Hallo Kam, ein kleiner Dank zurück für deine tollen Videos. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Sonnige Grüße aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Geil. Ja, die Ecke brauche ich auch noch. Die muss ich auch noch auf meiner Landkarte erkunden, ne? Auf jeden Fall ganz lieben, lieben, lieben Dank. Ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich immer, ne? Oh, ich freue mich wirklich. Also es sind so Sachen da. Oh, ist die Woche wieder gerettet. Da kann jetzt auf der Arbeit los sein, was will. Ich denke an solche Sachen und das ermuntert mich. Und ich freue mich aufs Sammeln. Lieben Dank nochmal. Ja, damit schließe ich das Video. Oh, ich könnte jetzt schon wieder rausgehen und irgendwas sammeln, aber ich habe jetzt erstmal genug Holz. Egal. Ihr Lieben, ich sage auch im Namen von Alex, mach's gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video.